Hallo liebe YouTuber, auf vielfachen Wunsch gibt es heute ein Video mit Tulpen im Glas. Ich habe auch verschiedene Gläser mitgebracht, aber eigentlich ist auch noch die Hauptsache nicht nur die Tulpen im Glas, sondern diese wunderschöne kleine Deko. Und diese süßen Herzen, die macht nämlich eine Mitarbeiterin von mir in diesen Regenbogenfarben. Es ist ein richtiger Traum und damit werden wir auch gleich die Gläser natürlich dekorieren und werden da passend zu den Tulpen immer so ein schönes Herzchen aussuchen. Und auch diese Herzen, das schon mal vorab, die sind bestellbar. Ich habe ja auch an Weihnachten ein paar Lichterketten versendet und man kann jeweils, ich wäre gern die Kamera mal ein bisschen näher, man kann auch die Herzen dann zum Beispiel in Pink mit einer weißen Naht, also es ist bei uns bestellbar, die Filzfarbe von diesen Farben und die Nahtfarbe. Ja, dann machen wir doch erstmal hier so schöne Gläser. Die Gläser, ich finde immer sehr hübsch, wenn die Gläser so einen Sockel haben, dann kann man das Glas, auch wenn das auf dem Tisch steht, einfach toll greifen. Ansonsten kann man nicht so schön drunter greifen. Ich liebe Gläser mit einem kleinen Zylindersockel. Und außerdem, wie so oft auch schon gesagt, ich finde Gläser, wenn die dick sind, richtig gut, weil dann fasst man die an und hat nicht die Glasscherbe in der Hand, sondern eben Glas und das ist Qualität. Und da habe ich jetzt mitgebracht ein kleines und ein großes Glas. Dann habe ich schönes Moos, wie immer. Ich war heute Morgen im Großmarkt. Und ganz tolle Kätzchen, Weidenkätzchen. Stehen unter Naturschutz, die muss man auf jeden Fall auch im Großmarkt kaufen. Aber da habe ich einen super Fang gemacht. Ja, und damit das Glas schön aussieht, habe ich die Tulpen, mitgebracht, die schon ein bisschen angeblüht sind. Weil wenn ich jetzt Knospen in diese Töpfe reinmache, dann sieht es für euch im Video nicht schön aus. Und dann möchte ich natürlich auch gern Tulpen zeigen, die auch nach was aussehen. Ich lege doch auch bei dem großen Glas zuerst das Moos rein. Ist immer super, wenn man die Lösung im Video erarbeitet. Ich lege zuerst das Moos rein, aus dem ganz einfachen Grund, weil es passt nicht in meine Hände. Ist also schon mal eine gute Anleitung. Lege das Moos ein bisschen außen rum. Ich möchte ja, dass die Tulpe so ganz eingekuschelt ist. Und drei Töpfe passen in mein Glas gar nicht rein, aber ich habe zwei Tulpensorten. Ich habe einmal diese Crispy-Tulpe mit dem gezackten Rand und einmal eine Tulpe, die normal gefüllt ist. Beide in weiß und der Platz ist auch eng, wie ich merke. Ich muss ein bisschen vorsichtig immer an der Zwiebel natürlich nach unten führen. Ich habe auch schon sehr schön hier das Moos arrangiert im Glas und auf der anderen Seite, da machen wir auch noch ein bisschen Moos rein. Tulpen brauchen mit der Zwiebel nicht viel Wasser, weil die ernähren sich eigentlich schon aus der Zwiebel. Also mäßig gießen, es kommt ja dem auch entgegen, dass hier nicht die ganze Moos macht auch schön Dreck, wie man hier sieht. Das ist natürlich immer das Gleiche. Ja, das kommt auch dem entgegen, dass die nicht viel Wasser brauchen. Ansonsten hätte man diese Matschepampe da unten drin und das ist überhaupt nicht schön. Und zur Deko nehme ich noch ein paar Kätzchenzweige und muss die nur so locker reinstellen. Brauche ich eigentlich gar nicht viel machen. Schneide die auch immer schräg an, damit die leichter so ein bisschen reingesteckt werden können. Aber viel Fixierung brauchen die nicht, weil das Glas ist so eng. Die stehen schon von ganz alleine da drin. Das ist überhaupt kein Problem. Und viel mehr braucht es eigentlich nicht. Ein Glas ist immer so toll. Gläser lassen sich so schön arrangieren, lassen sich toll spülen. Diese farbigen Gläser haben oft das Problem, dass die beim Spülen oder wenn man einmal dagegen geht, dass die Beschichtung abgeht. Das Problem besteht hier nicht. Und das ist natürlich immer sehr, sehr schön. Ich habe einen grünen Bast, den ich zur Deko um das Glas lege. Oh ja, jetzt nehme ich gleich schon die Herzen mit dem Bast mit.
die suchen wir gleich passend dazu aus. Einen grünen Bast. Ich finde, so ein bisschen Deko muss sein, kann man auch ein schönes Band nehmen. Und am besten ist natürlich, wenn das Glas gerad ist und nicht konisch zuläuft, weil wenn das konisch zuläuft, dann haben wir das Problem, dass der Bast wahrscheinlich immer runterschlüpft. Und selbst wenn das Glas konisch zuläuft, kann man als Lösung auch das Band oder den Bast mit einem kleinen Tupser-Heißkleber an das Glas ankleben, weil sonst hält es einfach nicht. Das ist ziemlich spaßbefreit. Und ich suche jetzt mal, was hätte ich denn gern für ein Herz zu diesem schönen Bast? Also eigentlich hätte ich ja zuerst auf Grün getippt. Das Grüne ist ja eigentlich auch süß. Die Herzen haben jeweils so einen hübschen kleinen Aufhänger. Das ist alles Handarbeit, wie so viel Handarbeit bei uns. Meine liebe Kollegin macht sich immer diese schöne Arbeit. Das ist jetzt Ton in Ton. Man könnte durchaus auch noch ein roséfarbenes Herz dran machen. Das lässt sich auch, ja, wir haben so kleine Wäscheklammern. Oder ich nehme, ich habe ja schon bestimmt Ideen, die einem im Video kommen, die sind eigentlich immer am besten. Ich stecke hier nochmal einen Kätzchenzweig, einen kleinen, den binde ich hier dazu. Und dann habe ich ja mit dem Zweig schon einen kleinen Aufhänger. Ich brauche ja einen Punkt zum Fixieren und ich würde dieses schöne Herzchen ungern kleben. Aber so ein kleines, hübsches, roséfarbenes Herz, so als Farbklecks dazu. Sieht toll aus, oder? Ja, das ist die erste Version. Das ist jetzt das etwas größere Glas mit diesem Zylindersockel. In das kleinere Glas habe ich mir überlegt, würde ich gern auch einen Frühlingsblüher, würde ich gern eine schöne Hyazinthe, wer Duft mag, ist das auch toll, reinpflanzen. Ich nehme wieder ein bisschen Moos. Das Moos kann ruhig mit so einem Wäschesprüher oder mit einer Sprühflasche ein bisschen besprüht werden, bevor man das hier reinmacht. Dann bleibt das länger schön. Ich mache bei der Hyazinthe ein bisschen Erde ab. Und die Wurzeln kann man abschneiden, muss man nicht. Das kann man machen, wie man will. Ich nehme ein bisschen was weg. Dann bekomme ich diese Zwiebel schöner in das Glas rein. Einfach nur in das Moos reinschlagen und ins Glas gepackt. Ganz salopp. Ich finde es auch schön, wenn so ein bisschen haltbares Grün dabei ist. Es müssen alles keine Massen sein. Ich habe noch einen schönen Buchs. Und von dem Buchs nehme ich ein paar Zweige und arrangiere die um diese Hyazinthe drumherum. Ich fand, dass die Hyazinthe sonst alleine zu nackig, fällt mir kein anderer Begriff ein, außer nackig. Die war mir eigentlich ein bisschen zu nackig. Und wenn man so eine schöne Deko hat mit Bändchen, dann sieht das gleich hübscher aus. Da lassen sich natürlich auch, wenn man mag, noch ein paar Wachteleier dazulegen. Aber das kommt noch. Es kann ja auch noch Richtung Ostern noch ein paar andere Ideen geben und Entwicklungen, die wir so haben. Und ich gehöre jetzt nicht zu denen, die, wie jemand so nett in den Kommentaren geschrieben hat, die schon an Weihnachten den Osterhasen präsentieren. Ich finde, alles zu seiner Zeit und es darf ruhig noch ein bisschen dauern. Zu diesem Aprikot von der Hyazinthe könnte man zum Beispiel sehr schön das orangene Herzchen dekorieren. Ja, und eigentlich kann ich es auch nur an den Buchs dranhängen. Auch. Und als noch ein bisschen Farbklecks, das ist so in diesem Orange-Rot. Geschmäcker sind ja verschieden und es lässt sich ja je nach persönlichem Gusto, lässt sich ja das alles dekorieren. So, den Zweig ein bisschen reingestellt. Habe ich hier einen roten Bast mitgebracht. Ja, so, das ist jetzt das zweite Glas mit dem Herz. Und ich habe mir gerade überlegt, damit du
die richtige Filzfarbe bestellen kannst, werde ich die Herzen jetzt alle nochmal schön auf ein Blatt Papier legen und mache die Nummern dazu. Und dann bitte die Nummer dazu schreiben für die Farbe, damit die richtige Nummer bestellt wird. Eine E-Mail an youtube@flowerstyle.de. Und wir versenden diese Herzen für 2 Euro das Stück. Und dann wird meine Kollegin bestimmt schön zu tun bekommen. Wir werden sehen. Ja, ansonsten hoffe ich, dass dir mein heutiges Video gefallen hat. Und ich grüße jetzt von Herzen. Bis zum nächsten Video. Tschüss, deine Margit.